Der Dalfatzer Wasserfall-Klettersteig. Entlang des wunderschönen Dalfatzer Wasserfalls läuft der kurze, 80 Meter hohe Klettersteig mit einigen anspruchsvollen Stellen und einer luftigen Aussicht in Richtung Achensee und dem Wasserfall selbst. Der Zustieg erfolgt von Buchau, erst über eine Forststraße, doch nach kurzer Zeit kann man der Beschilderung Dalfatzer Wasserfallsteig folgen und gelangt so auf einen deutlich kürzeren Wanderweg, der etwas steiler ist. Noch vor dem Klettersteig erreicht man eine schöne Aussichtsplattform, von der aus man den kompletten Wasserfall einsehen kann. Auch hier macht sich schon der Wasserfall-Klettersteig bemerkbar, der rechts entlang des Klettersteigs läuft. Am Einstieg des Klettersteigs sieht man bereits, dass der Steig relativ bald auch wieder vorbei ist, das heißt, die Ausdauer ist wohl weniger gefragt. Dafür ist der Steig mit Schwierigkeit D und dementsprechenden Stellen definitiv kraftraubend und sollte trotz den wenigen Klettermetern nicht unterschätzt werden. Mit Stahlklammern entschärft gilt es, die durchwegs steile Wand nach oben zu steigen. Dabei sind große Teile des Fells schon sehr speckig und glatt und erfordern Konzentration bei der Auswahl der besten Tritte. Insgesamt gilt es, 3 C-Stellen, eine CD-Stelle und 2 D-Stellen zu überwinden, die den Klettersteig damit sehr anspruchsvoll gestalten. Zur Versicherung kann man sagen, dass der Klettersteig von Anfang bis Ende versichert ist und sehr gut gewartet wird. Es gibt keinerlei Anzeichen von schlechten Verankerungen oder Trittklammern. Dementsprechend braucht man sich diesbezüglich keine Sorgen machen. Während man immer höher kommt, sieht man oben schon das Ende und ist fast schon traurig, dass dieser schöne Steig gleich wieder vorbei ist. Oben angekommen gilt es noch durch ein steiles Waldstück aufzusteigen und man gelangt zum Weg, welcher entweder wieder nach Buchau führt oder nach oben zur Dalfatzer Alm. Wenn dir dieser kurze Tourguide zum knackigen Dalfatzer Wasserfallklettersteig gefallen hat, würden wir uns über ein Abo bei der Alpenacademy freuen. Bis zum nächsten Mal wünschen wir noch eine schöne Zeit und Bergheil!